Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde von Fettspielen. Mein Name ist Dennis und wir spielen heute eine Runde Scrolls. Lang, lang ist es her, dass wir es gespielt haben, aber jetzt ist mal wieder soweit. Und ich glaube, es ist jetzt auch genau das Richtige, denn Scrolls ist einfach so super gemütlich, dass ich jetzt mich hier entspannen kann und mit euch ein Let's Play machen kann. Müssen wir mal wieder reingucken. Ich weiß, dass ich einen Ingenieur hatte, beziehungsweise einen, wie ist mir normal, Energy-Typen. Und ja, wir haben noch ein bisschen Geld. Mal schauen, ob ich damit überhaupt was anfangen kann. Naja, 321, damit könnte ich jetzt eine einzelne Scroll kaufen oder hier bestimmte Dinge. Das ist super lang her und es gibt, so wie es aussieht, ja, eine neue Art Deck, und zwar Decay. Dann gibt es eine Mischung aus Energy und Decay. Machine Doom, und es gibt eine Mischung aus Growth und Order, das da heißt Tiny Feet. Also das Ganze ist doch um einiges gewachsen, das Spiel, seitdem ich weg war, ist ja auch klar. Ist ähnlich wie bei Minecraft, durchläuft es eben diese Alpha, diese fließende Alpha-Beta-Fertigphase, wo man schon sehr früh sich einen Zugang holen kann und dann an der Entwicklung des Spiels teilnimmt. Und ja, wir haben jetzt Decay als neue, ja, als neues Ding. Und so wie es aussieht, kann man jetzt auch einzelne Scrolls verkaufen. Bin ich gerade am überlegen, wie das geht. Was passiert, wenn ich jetzt auf Sell drücke? Ah, okay, er gibt mir einfach für eine bestimmte Menge Geld für Karten. Das kann ich jetzt zum Beispiel machen, wenn ich hier von irgendwas viel zu viel habe. Ja, dann kann das hier rausgekickt werden. Hier sehe ich zum Beispiel Concentrate Fire, habe ich einmal zu viel, den Destroyer anscheinend auch einmal zu viel. Ich bin gerade noch einmal verwirrt. Auf jeden Fall kann man hier jetzt seine Dinge verkaufen und doch noch ein bisschen Geld machen. Das ist eigentlich ganz lustig. Und ihr müsst mir jetzt einfach verzeihen. Ah nee, die Helden sind einfach nicht in meinem Deck. Da muss ich mir dann schon was überlegen, ob ich die hier verkaufen will. Vitriol-Aura zum Beispiel habe ich viermal. Könnte ich jetzt verkaufen, würde ich 25 Gold bekommen. Also ist eigentlich ganz nett, um so ein bisschen die überflüssigen Karten da loszubekommen. Aber gut, jetzt genug hier geschwätzt. Ich will allerdings erstmal wieder irgendwie reinkommen. Und zwar machen wir doch mal wieder ein erstmal kurzen Bot-Match, und zwar am besten ein Easy Trial. Dadurch kriegen wir ein bisschen Geld und ich komme wieder rein ins Spiel. Also was müssen wir tun? Wir müssen unsere drei Idols besiegen, alles klar. Und die Gegner haben zwei Leben, zwei Health. Wir nehmen unser Energy Deck und wir spielen jetzt gegen Ertile. So, wie ging das Ganze nochmal? Wir müssen jetzt eine Scroll opfern und ja, welche opfern wir denn? Tick Bomb, Destroy Enemy Structure. Was ist denn unser Gegner? Ich schätze mal Order. Die haben jetzt meistens nicht so viele Structures. Und wir können dann hier so eine Wall hinbauen. Alles klar. Dann beenden wir den Zug. So, die Viecher haben dann alle zwei Leben. Und oh, es ist Decay. Es ist ein Decay-Deck. Und was wurde hier gespielt? Mind Shambler. Okay, der hat dann, macht drei Schaden, hat ein Leben und der bewegt sich irgendwie random durch die Gegend. Das heißt, der ist jetzt hiervon nicht betroffen. Mhm. Was ist denn hier? Das ist auch neu. Da sehen wir, wie viele Karten wir im Deck haben, wie viele auf dem Friedhof sind. Zerstören wir mal den hier und beschwören den Copper Automaton. Und beenden wieder den Zug. So. Der hat jetzt einfach nur irgendwas geopfert. Tool Initiate, sehr schön. Den setzen wir dahin und wir opfern wieder eine Karte Blind Rage. So, der hat noch eine Runde Cooldown, der wird nächste Runde angreifen. Und jetzt rennt er los. Zack. Decay, bin ich ja mal super gespannt. Hätte ich auch sehr gerne ein Viech, aber ehrlich gesagt, warum hat es hier zwei Health? Das hat nicht zwei Health. In der Beschreibung stand, dass es zwei Health haben sollte. Aber das stimmt so nicht ganz. Ich baue jetzt hier so einen
Destroyer noch hinter meine Contraption. So, der wird abgeschossen. Also bis jetzt hat er ja ganz tolle Sachen. Und jetzt hat er noch den Vetter of the Wild gelegt und einen... Hui, was ist das denn für einen? Wo stand der denn gerade rum? Der Loyal Darkling. Kann sich zerstören. Interessant. All units with ranged or lobber attack have their counter decreased by 2. Der hier greift eh schon an. Der hier würde dann angreifen, aber der wird eh noch rechtzeitig dabei sein. Und ich werde jetzt das hier weglegen. Und mal schauen, was ich da so bekomme. All damage dealt to enchanted unit is reduced to 1. Gut, das brauche ich jetzt erstmal nicht. Destroy Target Structure brauche ich ebenfalls nicht. Ja gut, dann warte ich doch einfach ab. So, zack, der Tool Initiate legt jetzt los. Bis jetzt ist der noch nicht so toll. Der Gegner hier, ich mache jetzt Concentrate Fire auf mein Viech und opfer mal die Tick Bomb. Und dann, ja, wenn ich den Zug, jetzt wird er nämlich zweimal schießen, zack. Und ja gut, da kriegen wir dann 2 Schaden und so langsam sieht das Ganze doch ganz gut aus. Was ist das hier? Ein Husk? Oh Gott, ist das ekelhaft. Destroy Target Unit ist natürlich nicht schlecht. Was kann der? Der ist einfach nur, hat 3 Leben und... 3 Schaden und 2 Leben und kostet 1, aber sonst hat er irgendwie nichts. Hat aber 3 Runden Cooldown, also das hält sich doch in Grenzen, die Coolness von diesem Viech. Ich zieh mal wieder 2 Karten. Catapult of Goo, sehr schön. Das stellen wir doch auch mal, wo stellen wir es hin? Ja, hier, dann wird sie ihn abschießen, allerdings schätze ich mal, dass sie ihn einfach bewegt. Plating brauche ich jetzt vorerst nicht. Und ja, das Katapult schießt immer ins Leere. Hier noch der Fetter of the Wild. Sehr schön, der steht jetzt sogar mal da, wo er soll. Ember Bonds könnt ihr auf den machen. Der hier macht jetzt den kaputt. Wer schießt denn nochmal zuerst? Das ist die Frage aller Fragen. Am besten wäre es natürlich, ein Elz erst schießt und dann er hier. Deshalb ziehe ich ihn mal zurück und hoffe, dass ich damit was bewirke. Wir zerstören mal... was zerstören wir? Ember Bonds oder Plating? Wir zerstören das und wir warten und hoffen... Nein, hat nichts gebracht. Aber mit Ember Bonds kriegen wir den hier nachher auf jeden Fall kaputt. Also der Kampf ist ja super, super, super langweilig bis jetzt. Der macht ja so ziemlich gar nichts. Der wird jetzt gleich abgeschossen und dann reicht es sogar. Ember Bonds muss ich gar nicht mal verwenden. Das erledigt der hier nächste Runde. Denn er wird es durch das Catapult of Goo verlangsamt. Irgendwie habe ich hier gerade so komische Bugs, dass die immer auf dieser Mittellinie da spawnen. Und das ist natürlich sehr eigenartig. Useless Contraption könnte ich noch bauen. Hier ist wieder dieses ekelhafte Viech. Der wird jetzt schießen. Oh, schon wieder genau der gleiche Blödsinn passiert jetzt. Er wird da drauf schießen, dann schießt er es wieder ins Leere. Deshalb werde ich den jetzt einfach mal da hoch bewegen. Das hat ja keinen Sinn. Und... ja, werde ihn hier dann doch mit den Ember Bonds besiegen und das hier da einfach mal opfern. So. Zack, schießt aus Idol. Der wird zerstört. Was ist denn jetzt passiert? Das hätte ich mir vielleicht mal durchlesen sollen. Was das bringt. Mein Shambler, jetzt kommen sie überall, die Viecher. So, zack, der wird jetzt schießen. Der hier wird den schon wieder töten, also er stellt die auch echt richtig blödsinnig hin. Destroy Target Unit brauche ich jetzt immer eigentlich noch nicht. Gravelock Raider, Gravelock Elder, das sieht schon besser aus. Also hier, der wird sterben. Dann der hier wird diesen hier kaputt machen. Ah, der wird doch sowieso sterben. Riesiges Teil da oben. Dann machen wir doch mal mit dem hier den kaputt. Mit dem hier werden wir... Was werden wir tun? Ah, ich will nicht, dass er stirbt, aber so wie es aussieht, wird er das tun, wenn ich ihn nicht sinnvoll bewege. Oh, wie gerne ich ihn einfach nochmal bewegen würde.
Das hier schießt ins Leere, der macht den kaputt, der greift zuerst an und dann schießt das auch ins Leere. Also bewegen wir den mal runter und dann packen wir den Gravelock Elder noch hier hin und den Gravelock Typen dahin. Also wir hauen jetzt alles voll mit Einheiten. Zack, Idol kaputt, der Typ kaputt, der kaputt. Oh, jetzt ist nur der hier mit seinen 5 Schaden am Start. Also seine Grave Shambler scheint er wirklich schützen zu wollen, aber ja, jetzt hat es natürlich den dümmsten von allen Angriffen gemacht und sich gleichzeitig auf den in die Schussbahn hier geworfen quasi. Wir müssen uns mal hier ein bisschen konzentrieren auf die richtigen Idole. Dieses Idol da oben hat 8 Leben, dann schicke ich ihn mal dahin und ihn dahin. Das hat 10, 10, das hat 4, das heißt, ich müsste nur irgendwann mal... Ja, hier Platz machen, damit er da drauf schießen kann und am besten er hier auch noch. Und dann brauchen wir noch da unten ein bisschen Schaden, dann ist alles gut. Also, was machen wir jetzt weg? Metal Heart wird auf jeden Fall verbraucht und jetzt geht's los. Fury, sehr schön. Dieses Viech ist dann tot, dank ihm. Hier haben wir 4 Schaden, das wird dann auch reichen. Und da oben kriegen wir immerhin auch 4 Schaden hin. Also Fury werde ich jetzt mal benutzen. Proximity Charge werde ich hier aber allerdings noch vorsichtshalber platzieren. Und dann legen wir los. Also zack, 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 zack und boom. Also das war richtig viel Schaden, den wir angerichtet haben. Und das sieht auch eigentlich ziemlich gut aus. Was hat das denn für ein Skill? Destroy target creature with health 2 or less und dafür kriegt man wieder so ein Gesicht da, also die sind auch so nervig. Wir können den jetzt zerstören, dann kriegen wir eine Karte und ja, machen wir das doch. Und dafür kriegen wir noch einen Scatter Gunner, der passt hier unten perfekt rein, dann sind es nämlich hier 6 Schaden, oben sind es 4, das haben wir auch. Und wenn da jetzt nicht großartig was passiert, dürften wir in 2 Runden gewonnen haben. Was haben wir hier? Eine Bitter Root, ja. When Bitter Root... Das will ich mir jetzt gerne mal durchlesen. Okay, also wenn man das angreift im Nahkampf, wird man vergiftet. Gut, sie steht jetzt in der wohl dümmsten Ort überhaupt, deshalb ist mir das eigentlich verhältnismäßig egal. Er hier steht da jetzt natürlich nicht so schlau. Oh Mann, 1 Schaden, 2 Schaden und 3. Das bringt mir natürlich verhältnismäßig wenig. Hier oben sind es 4, das langt auf jeden Fall schon mal. Aber ich mache es trotzdem, dass wir hier mal ein bisschen Druck ausüben. Und ich denke mal, ich sollte meine Scrolls auch irgendwie einsetzen, sonst hat das Ganze wenig Sinn. Aber sieht schon mal ganz gut aus. Einen Schaden müssen wir nur noch anrichten an dem Idol, dann ist es vorbei. Schon wieder Soul Steel. Naja, ist schon ein ganz netter Skill. Der hier, ja gut, jetzt eigentlich verhältnismäßig überflüssig. Der wird nämlich sterben, sobald er angreift, was nächste Runde sein wird. Der kann sich jetzt ehrlich gesagt platzieren, wo er will. Hier ist noch dieses Viech, Concentrate Fire, könnte ich nachher für ihn hier verwenden. Violent Dispersal ist allerdings eigentlich ein bisschen cooler. Magma Pack. Mhm, gut, das brauchen wir jetzt ebenfalls nicht. Gut, dann stellen wir den dahin und warten ab. Ja, gut, dass er ihn zur Seite bewegt hat, denn jetzt ist der Weg frei für meine Typen. Loyal Darkling legt er auch noch irgendwo hin. Also, die AI ist ja schon nicht so der Knüller. Das hält sich jetzt in Grenzen, wie viel sie so anrichtet. Das wird noch sterben, der wird doppelt sterben. Das Teil da oben, das schicken wir es einfach runter, damit wir noch mehr Schaden an Idolen machen. Dann, was ist das hier für eine Einheit? Das wollen wir nicht. Wir wollen keinen Schaden an unseren Idolen bekommen. Dann machen wir es doch einfach so, dass wir das hier opfern. Ihn hier einfach nochmal zerstören mit diesem Skill und ihn hier auch zerstören. Und dann Schluss machen und dann haben wir gewonnen. Und wow, was ist denn jetzt los? Gut. Es sind ganz schön viele Achievements, die ich hier bekomme auf einen Schlag. Wie viel war das gerade alles Geldbelohnung? Wow. Ja, 1185 Gold.
Das hat sich mal gelohnt. Achievements wurden eingebaut. Sehr schön. Schauen wir mal, wo man die sehen kann. Show Achievements. Win any match. Win 5 matches. Win 10 matches. Gut, das habe ich alles schon geschafft. 50 matches. Loud and proud. Board earned the energy pre-constructed deck. Ja, das haben wir auch. Complete the Scrolls Tutorial. Wieso haben wir das denn noch nicht gemacht? Ich hätte gedacht, das hätte ich ganz am Anfang getan. Okay, und da gibt es jetzt halt lauter kleine Sachen. Purity haben wir bekommen. 10 of the same resource. Ja, das haben wir jetzt gerade nicht getan. Und sonst. Ah, das ist ja lustig. Da gibt es dann so extra Aufgaben, dass man schnell denken muss. Lose two idols, then come back to win a game. Ja, das sind eigentlich schöne Achievements. Ich mag Achievements allgemein. Insbesondere, wenn sie auch noch Gold geben als Belohnung, wenn man sie benutzt. Und ja, hier kriegen wir jetzt lauter Sachen. Das ist eigentlich ziemlich eigenartig. Create your first custom deck. Das haben wir eigentlich auch schon getan. Aber ich werde jetzt erst was kaufen. Mann, ey, diese Decay-Sachen, das interessiert mich eigentlich ziemlich. Oh, aber 6.500 Gold, das ist einfach so viel. Insbesondere, wenn man so wie ich immer wieder zwischendurch sein Geld für diese Dinge ausgibt. Mir wurde ja empfohlen, eigentlich über diesen Handelschat zu arbeiten. Jetzt ist die Sache, dass ich mich gerade einfach nicht mehr auskenne mit dem Spiel. Deshalb auch gar nicht weiß, welche Karten ich kaufen müsste. Deshalb werde ich es jetzt einfach doch über den Store machen und mir ein Scrollpack kaufen, weil dann haben wir immer die schöne Freude, dass wir hier die einzelnen Karten da anklicken können. Gut, das war ganz toll und das ebenfalls Shroud of Unlife. Oh, ist das fresh. When enchanted creature is destroyed, a husk is summoned in its place. Alles klar, also ein Husk, das war ja diese untote Einheit mit den 3 Runden Cooldown, bis sie angreifen kann. Da kriegen wir dann einfach so ein Geschenk, das ist eigentlich ganz nett. Kinfolk Ranger kennen wir schon, ist halt irgendeine komische Einheit. Uneasy Alliance. Was geht hier ab? An Enchanted Creatures Attack is increased by 2 for each creature with Uneasy Alliance on the same side. Das ist ja lustig. Und das andere ist allerdings ziemlich schlecht. When enchanted unit is destroyed, all units on that side enchanted with uneasy alliance are destroyed. Mann, ist das fies. Also man kann dann auch gegnerische Einheiten anscheinend damit vielleicht verzaubern. Und ich stelle mir das eigentlich ziemlich lustig vor. Dann hat man 2 von diesen Karten auf der Hand und macht auf eine schlechte Einheit die uneasy alliance und auf die beste Einheit die uneasy alliance. Besiegt die schlechte Einheit und dann stirbt die große einfach mit. Also man kann das durchaus auch offensiv einsetzen oder eben auf seine eigenen Einheiten, damit die einfach stärker werden und vielleicht zum Überraschungsangriff dann doch alles noch überrennen. Grundsätzlich ist das echt eine lustige Karte, gefällt mir sehr gut. Anscheinend diese Decay-Karten haben auf jeden Fall was bis jetzt. Each time enchanted unit deals damage, Arthritis also deals 1 damage to that unit. Das ist super lustig. Aber gut. Weiß ich jetzt nicht, ob das so toll ist. Was ist das hier für ein Zeichen? When charged totem attacks a random opponent unit is dealt 1 damage. Alles klar. Das steht halt rum und schießt die ganze Zeit so Blitze auf random Units, aber was soll denn dieses minus 1 hier bitte aussagen? Ist das genau das hier oder ist das einfach ein Bug? Oder heilt es den Gegner, wenn es ihn angreift? Irgendwie ist das ein bisschen eigenartig. Dryadic Power. Enchanted Creature gets plus 1 Attack and 3 Health. Alles klar. Das kennen wir. Dann können die sich nicht mehr bewegen. Allerdings sind sie viel stärker. Das ist auch nicht schlecht. Mystic Altar, when countdown is 0, you may increase countdown of target creature you control by 2. Was? Wenn der Countdown 0 ist, kann man den Countdown von anderen auf target creature you control by 2 erhöhen? Wow. Und draw a scroll. Das heißt, man kann das hoffentlich auch auf sich selbst machen. Nee, aber das ist ja keine Creature.
Ich bin einmal verwirrt. Es wird sicherlich seinen Sinn haben, diese Struktur. Und die gute Plate Armor. Natürlich zwei Rüstung und Health Increase by One. Also grundsätzlich eine ganz gute Scroll, um sich zu verteidigen. Also das war jetzt mehr oder weniger sinnlos, denn ich habe Proximity Charge und Golem Skin bekommen, was natürlich ganz toll ist, denn ich habe die ja nicht schon 1000 Mal. Und ja, das ist natürlich nicht so der Knüller. Aber gut. Upgrade Scroll. Ah, das weiß ich noch. Da konnte man dann die Scroll sah dann einfach nur anders aus. Und das war auch alles, was einem das gebracht hat. Ja, schade eigentlich. Schade, schade. Wo kann ich denn hier mein Set laden? Load Deck. Ja, genau. Energy. Und ich wollte das jetzt speichern. Und zwar speichern wir es unter dem Namen mein Energy Tech. Ja, ich bin sehr einfallsreich. Allerdings hat das Ganze einen Sinn, und zwar will ich genau diese 100 Gold bekommen. Und ich werde sogar Creative genannt, was mich natürlich sehr freut. Jetzt will ich hier noch eins gucken, und zwar, was ist in diesem Tutorial, was da los ist? Aber das ist genau das Gleiche. Das ist doch genau dieses Tutorial, was wir schon kennen. Da gebe ich doch lieber auf, da hätte ich ja gar keine Lust drauf. Also das Tutorial mache ich jetzt natürlich nicht nochmal während des Let's Plays, denn es bringt relativ wenig. Ich würde dafür jetzt halt 100 Gold bekommen, aber ehrlich gesagt muss das nicht sein. Was Judgment ist, würde mich allerdings mal interessieren. Ah, alles klar. Das kenne ich doch. Das erinnert mich doch an etwas. Es erinnert mich an Hearthstone. Allgemein sind die Spiele ja relativ ähnlich. Hier in Judgment kann man sich ein Deck zusammenstellen. Man zahlt Geld und man stellt sich ein Deck zusammen und der andere aus denselben Karten auch ein Deck. Beziehungsweise alle, gegen die man kämpft. Und dann, ja, muss man Spiele spielen. Und je mehr man spielt, umso mehr bekommt man zurück. Es kostet 1000 Gold. Und man muss 4 Mal in Folge gewinnen, damit man die 1000 Gold zumindest wieder reinbekommt. Klar, bei 2 Wins kriegt man schon 2 Commons und eine rare Karte zurück. Aber nur 250 Gold. Also das ist schon ordentlich teuer. Man kann maximal 5 Spiele machen. Also selbst wenn man quasi 10 Spiele gewinnen könnte mit seinem Deck, darf man es nicht. Das ist ein bisschen schade. Ist aber schön, dass das da dabei ist. Ich bin froh, dass sie noch einen zusätzlichen Modus hinzugefügt haben und Testing Ground. Bin ich mal gespannt. Man kann dann... Ah, okay. Es gibt andere Regeln. Die Idols Ausnahmen weniger leben als die Innen, so wie es aussieht. Und der Roundtimer ist reduziert auf 60 Sekunden. Oder man hat einen Roundtimer von 60 Sekunden. Und in den Testing Grounds kann man dann quasi neue Spielmodi ausprobieren. Also man sieht, bei Scrolls hat sich so einiges getan. Achievements wurden eingeführt, der Judgment-Modus wurde eingeführt. Eine neue Art Energie wurde eingeführt, und zwar Decay gibt es jetzt. Und damit auch ganz viele neue Karten. Wenn ihr Scrolls gespielt habt und schon eine Weile nicht mehr reingeguckt habt, kann ich es euch nur empfehlen. Und ja, ich bin auf jeden Fall begeistert. Das Ganze sieht auf jeden Fall ganz nett aus, wie sich das entwickelt. Das war's allerdings jetzt fürs Erste. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Euer Dennis von Fettspielen. Und nicht vergessen, liked uns auf Facebook.